Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mailday Box Breaking. Die Kiste, die wir jetzt vor uns haben, die ist A groß und B sehr schwer. Ich schätze mal, das sind knappe 7 bis 8 Kilo. Das wird auch wohl alles nicht heute ins Video reinpassen, weil das echt den Zeitrahmen sprengen würde. Deswegen schauen wir erstmal rein, was dort drin ist und dann sehen wir mal weiter. Oha. Das sieht nicht nur schwer aus, das ist auch schwer und echt sehr viel. Dann mal kurz hier schauen. Clear Vision. Ganz viele Base, Beale Base, Kevin Garnett, Iguodala. Ein sehr schönes Set. Von 2015, 2016. John Wall. Draymond Green. Westbrook. Drummond. Beal. Harris. Oh, Cameron Payne Rookie. Sehr gut. Marcus Smart. John Wall. So, ein paar alte Hoops-Karten. Stadium Clubs, Rookies. Aaron McKee als bester Rookie bis jetzt aus dem Bündel. Sprewell. '13/14 Gallinari. Okay, Fleer 94,95, das ist alles nichts Weltbewegendes. Nee. Das ist soweit. Reggie Miller. Ein paar Rookies von Hoops. Brian Grant ist jetzt der Beste. Und Collector's Choice. Nicht meine Favoriten, die Collector's Choice. Das ist eins der wenigen Sets, die ich eigentlich am wenigsten mag. So, dann haben wir hier noch mehr Collector's Choice. Und Spieler aus den Hoops-Serien, die ich noch nie gehört habe. Colbertini Rookie, Josh Grant, Vin Baker Rookie. So, dann noch ein paar Top Space. Gibt es ja auch in Gold und Black Gold. Aber das hier sieht alles nach regulär aus. Auch kein Rookie dabei, doch hier ein Rookie, Luther Wright. Doug Edwards. Ja, Ultra 92-93, aber auch keine Stars dabei. Wilkins. Und Collector's Choice. Ganz viel. Und noch mehr. Nee, das ist nichts, was ich jetzt. So, dann geht's mal hier weiter.
Jetzt mal ein paar Hoopspace. Longley. Grant Hill. Ups. Ein paar Rookies. Williams, Meyer, Childress. Vaughn. Kurt Thomas. Immer Kurt Thomas. Collector's Choice. Aber alles nichts Besonderes, also kein Kobe, kein Jordan, kein All-Star. So, dann ein paar Rookies von den Hoops 97-98. Danken wäre ganz cool, aber ja, kein Danken. Mumbry Sticker. Und wieder Collector's Choice. Ah, Scottie Pippen. Uhu. Englische Variante. Oh, Metal. Sehr schönes Set. Ziemlich hot auf dem Markt aktuell. Mark Price, Sam Cassell, Todd Fuller, Potapenko, Parrish, Zoe Robinson, Timmy Edwards, Gatling, Glenn Robinson, Divac, Kevin Willis, Ray Rogers, nochmal Ray Rogers, Lilo, Hill, Johnson, Gilliam, Williams, Wesley, Duncan Robinson, Dampier Rookie, Potapenko Rookie, Evans Rookie von Hoops, McCarthy, Williams, Kittles, Malik Rose, Das sollte. Ja, ist auch die Rookie-Karte von Kerry Kittles von Upper Deck. Kurt Thomas, Penny, McDyess, Kukoc, Robert Peck, Pippen, Horace Grant, Kurt Thomas. Hoops, Collector's Choice. Das kann man einen Schnelldurchgang machen. Das ist alles nicht so wild. Und nochmal Metal 95-96. Sean Kemp. Cool. Morning. Rookie Anderson. Coleman zweimal. Nuts and Bolts. Penny. Olajuwon, Cassell, Grant Hill, cool. Peyton, Maxwell, Ed O'Ban, Rookie, Robinson, Armstrong, Samaki Walker, Z-Force, Rookie, Weber Base, Penny Base, Weber Base und die USA Career Highlights, Pippen Base, und das ist alles nicht erwähnenswert gewesen. In die Prism. Okay. Ja. Zwar Rookie, aber
Der falsche. So, Bledsoe, Cheeks, Goodwin, Isaiah Thomas, Non-Patrick Young Rookie-Karte, oh, Bradley Beal Base, Paul Pierce und Goodwin Champions, Magic Johnson und Bill Russell, 2014. Oh, die SBX, sehr schönes Die-Cut-Set. Ob man das gut sieht, aber es ist echt sehr Prism-lastig. Von 2008, 2009. Louis O'Neill Brand, Tokoglu, Brewer, Gay, Richardson, Horford, Billups, West, Thornton, Butler und Okafor. So, dann würde ich sagen, ich sortiere jetzt mal ein paar Sachen weg und der Rest der großen Kiste wird dann beim nächsten Mal gebreakt. Bis dann, ciao!